Hallo meine lieben Birdrider, hier ist wieder euer Nansquid. Willkommen zu einer neuen Folge Lorecore. In diesem Video tauchen wir mal wieder ab ins Universum von The Witcher 3. Ich habe ja in den letzten Wochen schon immer wieder die einzelnen Kategorien aus dem Hexerhandbuch zusammengefasst vorgestellt und möchte in diesem Video noch einmal meine Zusammenfassungen zusammenfassen. Also fangen wir an mit allen Kreaturen aus The Witcher 3, Wild Hunt und darüber hinaus. Drakoniden sind ein wahnsinnig breit gefächertes Spektrum an Kreaturen. Im Endeffekt werden hier alle meist reptilienartig und meist aber nicht immer fliegenden Wesen zusammengefasst. Während hier allerdings auch Uneinigkeit besteht. Manche unterscheiden zwischen Drakoniden, Ornithosauren und Drachen. Der Einfachheit halber werde ich in diesem Video den Begriff Drakoniden als Sammelbegriff für all diese Wesen benutzen. Wie schon gesagt, Drakoniden sind in der Regel Reptilien- bzw. drachenartige und in der Regel fliegende Wesen, auch wenn es Ausnahmen gibt. Als Krönung dieser Wesen werden in der Regel die Drachen angesehen, auch wenn diese, wie gesagt, oft nicht wirklich zu den Drakoniden gezählt werden. Im Gegensatz zu den meisten anderen Drakoniden sind Drachenwesen von sehr hoher Intelligenz, die entgegen der weit verbreiteten Gerüchte sehr sanfte, weise und gutmütige Kreaturen sind, die ähnlich wie beispielsweise Hexen von denen diffamiert wurden, die Angst um ihre Machtposition hatten. Und so haben Drachen in der Welt von The Witcher zu Unrecht einen überaus schlechten Ruf. Nur einige wenige Individuen sind aufgrund von schweren Traumata oder Wahnsinn aggressiv gegenüber Menschen. Auch wenn es nur sehr wenige Drachen gibt, ausgestorben sind sie noch nicht. Das liegt unter anderem auch daran, dass sich die meisten Fraktionen, auch die Hexer, weigern, Jagd auf diese zu machen, da das Töten eines Drachen, so sagt man, großes Unglück über diejenigen bringt, die es wagten, einen Drachen zu töten, aber auch diejenigen, die dies nicht verhinderten. Die meisten anderen Drakoniden sind eher wilde, triebgesteuerte Wesen, die in der Regel Menschen durchaus gefährlich werden können. So gibt es hier zum Beispiel den Basilisken. Basilisken sind Drakoniden, die über ihre Bisse starkes Gift abgeben können. Ihre Kopfform erinnert am ehesten an die eines Hahns und sie verfügen über scharfe Klauen. Ein nicht fliegendes Beispiel für einen Drakoniden sind beispielsweise die Drachenschildkröten. Im Grunde handelt es sich hierbei einfach nur um überaus große und sehr aggressive Schildkröten. Bei Flugschlangen handelt es sich dagegen um sehr grazile fliegende Wesen, die oft mit Drachen verwechselt werden, da sie unter Umständen enorme Größen erreichen können. Sie können ihre Klauen sowie ihre Mäuler als überaus gefährliche Waffen einsetzen, doch ihre stärkste Waffe ist wahrscheinlich ihr mit Stacheln übersäter Schwanz. Ein Schlag mit diesem ist für die meisten Menschen tödlich und selbst die stärksten Schildarme können ihm nicht standhalten. Auch die Gabelschwänze ähneln Drachen sehr, sind allerdings wilde und aggressive Kreaturen. Und ganz ähnliche Wesen sind beispielsweise die Wyvern, die im Grunde auch kleinen Drachen ähneln, allerdings eben viel mehr Raubtiere und keine intelligenten Wesen sind. Man könnte stundenlang über die verschiedensten Unterarten und Variationen der Drakoniden reden. Doch die meisten sind sich durchaus ähnlich und ich denke, das würde zu weit gehen und auch den Rahmen sprengen. Ein besonders interessantes und auch sehr seltsames Wesen, das man den Drakoniden zuordnet, ist allerdings der Gorgo. Glaubt man den Legenden, schlüpfen Gorgonen aus Eiern, die von Hähnen gelegt wurden, die mit anderen Hähnen verkehrten. Das von diesem Hahn gelegene Ei muss dann 40 Tage lang von einer Kröte ausgebrütet werden. Wenn das kleine Gorgonjungtier dann schlüpft, wird diese Kröte in der Regel zur ersten Mahlzeit des Geschöpfs. Angeblich tragen die Gorgonen einen tief sitzenden Hass gegen alles Lebendige in sich. Und ihr bloßer Blick soll deswegen Lebende in Stein verwandeln. Wie viel von diesen Geschichten, die man sich über die Gorgonen erzählt, wahr ist, weiß man nicht. Erfahrene Hexer wissen allerdings, dass der versteinernde Blick
definitiv nur eine Legende ist. Auch Geralt hat es offensichtlich schon mit einem Gorgonen aufgenommen, denn aus einem Gespräch mit Ciri geht hervor, dass die Narbe über seinem Auge von eben so einem Wesen stand. Doch wie schon angedeutet, sind nicht unbedingt alle Drakoniden reptilienartig. Von vielen werden beispielsweise sogar die Rock zu den Drakoniden gezählt, obwohl es sich bei diesen im Grunde um sehr große Raubvögel handelt, die in ihrer Form allerdings durchaus mit gefiederten Drachen zu vergleichen sind. In der Regel sind diese Vögel allerdings für humanoide Spezies ungefährlich. Zu ihren Opfern zählen dagegen sehr große Beutetiere wie beispielsweise Nashörner. Auch wenn ein Greif vielen Drakoniden sehr ähnlich ist, handelt es sich hierbei explizit allerdings um einen Hybriden, wobei diese Differenzierung wahrscheinlich wirklich nur Definitionssache ist. Dennoch halte ich mich an die Gliederung der Hexer und dieses Wesen behandeln wir in einem anderen Video. In seltenen Fällen werden Drakoniden sogar von Menschen gezüchtet, um diese als prestigeträchtige Haustiere zu halten oder auch auf dem Schlachtfeld zu nutzen. In manchen Regionen sind durch menschliche Züchtung sogar neue Unterarten von Drakoniden entstanden. Im Witcher 3 können wir auf mehrere sehr unterschiedliche Kreaturen treffen, die zu diesen verfluchten Wesen oder Cursed Ones gehören. So hätten wir da unter anderem den Krötenprinz. Bei diesem Wesen handelte es sich ursprünglich um den Prinzen Sirwat aus Ufiri. Dieser wurde allerdings von Olgierd von Everek verflucht und verwandelte sich daraufhin in dieses riesige, krötenartige Wesen. In der Kanalisation von Oxford traf letztendlich der Hexer Geralt auf dieses Wesen und erschlug es, ohne zu wissen, dass es sich dabei eigentlich um einen verfluchten Prinzen handelt. Wahrscheinlich ist der Krötenprinz eine Anspielung an das bekannte Märchen der Froschkönig. Nur leider konnte dieser Prinz nicht von seinem Fluch befreit werden. Während Flüche in der Regel auf humanoide, intelligente Wesen ausgesprochen werden, ist das nicht zwingend immer der Fall. So kennen wir zum Beispiel aus dem Hexer-Universum sehr wohl auch Kreaturen wie die Archisporen. Bei diesen handelt es sich um verfluchte Pflanzen. Man sagt, Archisporen wachsen in der Nähe von unglaublich grausamen Verbrechen oder in den Gräbern der Opfer solcher Untaten. Der Hass und das Grauen solcher schrecklichen Taten dient als Fluch an sich, der in die umliegende Welt einsickert und selbst die ihm beiwohnenden Pflanzen korrumpiert. Diese werden daraufhin zu grauenhaften Bestien, die alles Lebende um sich herum attackieren. Diese Pflanzen scheinen in den verschiedensten Variationen vorzukommen, abhängig von der Form, den diese Geschöpfe vor ihrer Verwandlung hatten. Doch alle scheinen sich vom Blut der Toten zu ernähren. Eine weitere verfluchte Bestie ist der Werbär, auch als Berserker bekannt. In Skellige bezeichnet man diese Wesen auch als Witkale. Es sind menschliche Krieger, die in der Lage sind, die Form eines Bären anzunehmen, wenn sie in Raserei geraten. Nach ihrer Verwandlung scheinen diese Wesen jede Form von menschlicher Empfindung zu verlieren. Jede Vernunft geht verloren und nur die reine Blutgier bleibt übrig. Und erst, wenn ihre Mordlust gestillt ist, verwandeln sie sich wieder zurück in ihre menschlichen Formen. Viele glauben, dass es sich bei dem Berserkertum nicht um einen konkreten Fluch handelt, sondern vielmehr um eine magische, vererbbare Krankheit. In einigen Bereichen von Skellige soll es einigen Einheimischen gelungen sein, die Verwandlung in den Bären gezielt durch die Einnahme von psychedelischen Pilzen zu steuern. Auch wenn ein Berserker nach seiner Verwandlung optisch nicht von einem echten Bären zu unterscheiden ist, sind die verwandelten Berserker wesentlich stärker und tougher, als es ihre natürlichen Vorbilder sind. Ein weiteres verfluchtes Wesen, sehr tragischer Natur, ist der Fehlgeborene oder auch Botchling genannt. Diese Fehlgeborenen entstehen oft, wenn ungewollte oder totgeborene Kinder in improvisierten Gräbern
unzeremoniell begraben werden. Diese Fehlgeborenen verstecken sich normalerweise unter den Betten von werdenden Müttern, um diese über längere Zeit hinweg zu schwächen. Ist die Frau geschwächt genug, attackiert der Ungeborene direkt und tötet sowohl die Mutter als auch das ungeborene Kind. Nach ihrer Entstehung scheinen die Fehlgeborenen einem entstellten Fötus zu gleichen. Nach einer gewissen Zeit, wenn sie genug Stärke erreicht haben, werden sie zu Wesen, die eher einem Alghul gleichen. Diesen Prozess kann man allerdings auch aufhalten. Wenn man einen Fehlgeborenen früh genug als solchen identifiziert, kann man dieses Wesen durch ein Ritual, in dem der verstorbene Säugling einen Namen erhält und geehrt wird, in einen Tölpelbold verwandeln. Tölpelbolde sind im Gegensatz zu dem Fehlgeborenen überaus freundliche und harmlose Hausgeister, die über die Bewohner ihres Hauses wachen und ihnen sogar aktiv helfen, wenn sie dieses für notwendig erachten. Ein weiteres verfluchtes Wesen ist der Werwolf. Ein Werwolf ist einem Berserker nicht unähnlich. Allerdings verwandeln sich diese Wesen in der Regel nie ganz in Wölfe, sondern bleiben in einem hybridenartigen Zustand zwischen Mensch und Wolf hängen. Man sagt, dass sie in dieser monströsen Gestalt nur die negativen Eigenschaften beider Wesen in sich vereinen, nämlich die Gier nach rohem Fleisch und die grausame berechnende Intelligenz eines Menschen. Die Verwandlung in den Werwolf-Zustand entzieht sich der Kontrolle der Verfluchten und wenn sie wieder in ihre menschliche Form zurückkehren, erinnern sie sich in der Regel nicht an ihre Taten. Werwolf-Flüche sind allerdings im Gegensatz zu den Berserker-Flüchen nicht vererblich. Sie werden ganz gezielt auf Menschen oder andere intelligente Spezies ausgesprochen. Daher unterscheiden sich Werwolf-Flüche teilweise von Fall zu Fall etwas. Manche Flüche lassen sich durchaus brechen. Es gibt allerdings aufgrund der zahlreichen Variationen eines solchen Fluches keine narrensichere Methode. Hexer, die sich zum Ziel gemacht haben, einen Werwolffluch zu brechen, müssen daher unter Umständen sehr viel Geduld mitbringen. Auf Skellige nennt man Werwölfe auch Ulfedin. Vielleicht ist es nur Aberglaube und Einbildung, doch die Ulfedin von Skellige scheint tatsächlich etwas stärker zu sein als die herkömmlichen Werwölfe, die man auf dem Festland kennt. Möglich, dass ein ganz bestimmter Fluch, den man nur auf Skellige kennt, zu dieser Form eines Werwolfs führt. Vielleicht sind es aber auch die rauen Bedingungen auf der Insel, die nicht nur die Menschen, sondern auch die Monster in der Region Skellige stärker macht als die auf dem Festland. Doch das alles sind im Endeffekt nur Beispiele für Flüche, die häufiger auftreten können. Flüche können sehr individuell sein, wie man beispielsweise am hässlichsten Mann der Welt sehen kann. Wölfe waren einst die unangefochtenen Herrscher der Wälder. Und sie waren ein großer Teil der menschlichen Kultur und die Basis und meist Antagonisten vieler Geschichten, die sich die intelligenten Völker untereinander erzählten. Die großen, mächtigen und teils magischen Monster, die nach der Konjunktion auftauchten, drängten die Wölfe allerdings tief in die Wälder zurück. Und sie ersetzten die Wölfe auch als Schreckgespenst für die intelligenten Völker. Doch Wölfe sind überaus schlaue und anpassungsfähige Kreaturen und man sollte sie keinesfalls unterschätzen. Denn auch wenn Wölfe keinen Funken Magie in sich tragen und kein Feuer und keine Säure spucken können, so stellen sie doch eine große Gefahr für unvorsichtige Reisende und Jäger dar. Wölfe jagen in der Regel in Rudel und attackieren meistens nur einzelne Ziele, die sie aus irgendwelchen Gründen als besonders schwach oder anfällig erachten. So fallen vor allem betrunkene, ältere, körperlich Behinderte, aber auch Kinder den Wölfen zum Opfer. Auch wenn sich Wölfe ursprünglich vor allem auf das Vieh der Menschen und die im Wald lebenden Wildtiere beschränkten, hat die neue Konkurrenz durch die neuen mächtigen Jäger in der Welt von The Witcher die Wölfe sehr viel aggressiver werden lassen. Doch Wölfe
haben sich auch an einige der neuen Kreaturen, der neuen Jäger in ihren Revieren gewöhnt. Und so bleiben sie in der Regel nicht nur unter ihresgleichen, sondern bilden auch Rudel mit Werwölfen und Waldschraten. Eine besonders mächtige Unterart eines Wolfes ist der Warg. Diese Bestien gehören in der Regel Wolfsrudeln an und sind immer die größten und stärksten Tiere im Rudel. Jedes Wolfsrudel wird in der Regel von einem Warg angeführt. Eine etwas andere Kreatur teilt sich den Namen mit diesem Warg. Ein wahrscheinlich fehlgeschlagenes Experiment einer Mutation eines Hundes oder Wolfes. Doch auch andere Wesen mussten sich an die neuen Gefahren der Welt nach der Konjunktion anpassen. So sind auch die Wildschweine in der Welt von The Witcher wesentlich größer und aggressiver, als das unsere Wildschweine sind. Auch wenn diese Wesen von Natur aus keine Jäger sind, können sie aufgrund ihrer Aggressivität, ihrer Körpermasse, ihrer Schnelligkeit und ihrer gewaltigen Hauer am Maul so gut wie jedem Wesen wirklich gefährlich werden, das sich ihnen unachtsam nähert. Obwohl sich diese Wesen in der Regel nur von Wurzeln und Eicheln ernähren, sind sie natürliche Kampfmaschinen, die selbst größere Raubtiere und Jäger meiden sollten. Auch die Bären aus der Welt von The Witcher sind ungewöhnlich groß und stark. Bären sind von Natur aus Allesfresser. Für sie macht es keinen großen Unterschied, ob sie Wurzeln, Lachs oder einen Menschen verschlingen. Viele unachtsame Reisende sind schon einem solchen Wesen zum Opfer gefallen. Genauso wie viele Jäger, die versucht haben, diese mächtigen Bestien aus ihrem Revier zu vertreiben. In der Welt von The Witcher sind uns bisher drei Arten von Bären bekannt: Schwarzbären, Polarbären und Höhlenbären. Diese unterscheiden sich nicht nur in ihrer Farbe, sondern auch in ihrer Größe und Stärke voneinander. Eins haben sie jedoch alle gemeinsam: die nahezu unübertroffene Fähigkeit zu töten. In Toussaint kann man außerdem die überaus schnellen und agilen Panther antreffen. Große und gefährliche Raubtiere, die die Wälder bewohnen. Und das dortige Wildleben sowie Abenteurer und Reisende schnell und lautlos töten können. In vielen Regionen ist immer noch der Aberglaube verbreitet, dass es sich bei Panther in Wirklichkeit um Geister handelt. Verlorene Seelen der Menschen, die im Schlaf verstorben sind. Aufgrund dieses Aberglaubens werden im Schlaf Verstorbene in manchen Regionen in Wälder transportiert, die fernab von ihrem Heimatdorf liegen, um dort begraben zu werden. Denn nur dann kann der Geisterpanther seinen verstorbenen Körper verschlingen, so glaubt man, und danach ins Jenseits gelangen. Dabei sind Panther in Wirklichkeit nicht mal Nekrophagen und fressen keinerlei Aas. Sie bevorzugen frische Beute. Und so fallen schon mal ausgerechnet die, die diese Leichen transportieren, einem Panther zum Opfer. Während die Körper der im Schlaf Verblichenen unberührt zurückbleiben und Nekrophagen anlocken. Und zu guter Letzt gibt es im Handbuch der Hexer unter der Kategorie Bestien noch die Hunde zu finden. Hunde sind auch in der Welt von The Witcher die besten Freunde des Menschen, können allerdings auch zu seinen größten Feinden werden. Man sagt sich, dass Hunde in der Regel die Spiegelbilder ihres Herrn sind. Werden sie gut behandelt, belohnen sie ihre Besitzer mit Treue und Vertrauen. Werden sie allerdings schlecht behandelt, so spiegeln die Tiere auch dieses Verhalten wider. Und da es in der Welt von The Witcher nun mal unzählige schlechte Menschen gibt, findet man in ihr auch unzählige schlechte Hunde. Am gefährlichsten allerdings sind herrenlose, streunende Tiere, die jeden Kontakt und Respekt zu Menschen schon vor langer Zeit verloren haben und die einen Geschmack am menschlichen Blut und an Aas gefunden haben. Ähnlich wie Wölfe greifen auch Hunde meistens in Rudel an und sie suchen sich meistens einzelne Opfer als Beute heraus. Normalerweise suchen sie sich schwache Beute, doch wenn sie in die Ecke gedrängt werden, verteidigen sie sich selbst vor angreifenden Greifen und können dank ihrer Vielzahl und ihren mächtigen Kiefern selbst solch mächtige Raubtiere schwer verwunden und unter Umständen sogar töten.
Normalerweise sind Hunde allerdings harmlos und bei weitem keine Beute für einen Hexer, der etwas auf sich hält. Doch sollten Hunde verwildern, verflucht oder unnatürlich gefräßig werden, kann es durchaus vorkommen, dass selbst die erfahrensten Hexer nur mit großer Vorsicht gegen diese gefährlichen und intelligenten Räuber vorgehen müssen. Hybriden sind im Grunde eine sehr lose zusammengewürfelte Monsterklasse im Handbuch der Hexer. Hierbei handelt es sich im Grunde immer um Wesen, die in irgendeiner Form aus anderen bekannten Wesen zusammengesetzt erscheinen. Ein Beispiel für so einen Hybriden wäre zum Beispiel die Harpie. Ein Wesen, das in seiner Grundform humanoid erscheint und vielleicht sogar an einen Menschen erinnern könnte. Das Gesicht, die Mund- und Nasenpartie erinnert allerdings eher an einen Vogel. Und das Wesen verfügt über gefiederte Flügel, die es ihm tatsächlich auch ermöglichen zu fliegen. Ihre Körpergröße entspricht in etwa der eines Menschen. Ihre Spannweite ist im Durchschnitt jeweils doppelt so groß. Im Vergleich zu Menschen haben diese humanoiden Gestalten allerdings sehr lange Arme mit langen Klauen am Ende ihrer Finger. Harpien bauen ihre Nester in der Regel an hohe gelegenen Orten und man findet sie daher vor allem in gebirgsreichen Regionen wieder. Sie lassen sich allerdings gerne in der Nähe von Menschen nieder, da sie, so sagt man ihnen nach, diebische Kreaturen sind und gerne die Besitztümer der Menschen rauben. Ihre Jagdstrategie gleicht anscheinend den von Raubvögeln. Sie stürzen mit schnellen Angriffen aus dem Himmel und verschwinden dann ebenso schnell wieder in die Lüfte. Auf dem Boden sind sie dagegen nicht sehr agil und anfällig für Angriffe. Auf Skellige trifft man eine ganz besondere Unterart der Harpien an, die Erynie. So wie viele andere Lebensformen auf Skellige auch, haben sich auch diese Harpienverwandten an das raue Land angepasst. Und so sind auch die Erynie wesentlich widerstandsfähiger und auch gefährlicher als Harpien. Und auch wenn sie in der Regel Aasfresser sind, gehen sie durchaus auch aktiv auf die Jagd und schrecken bei dieser auch vor Menschen nicht zurück. Wenn sie sich auf dem ersten Blick vielleicht auch ähneln mögen, sollte man die Harpien allerdings nicht mit den Sirenen verwechseln. Sirenen werden auch als Meerjungfrauen oder Hafru bezeichnet. Und es handelt sich um Wesen, die hauptsächlich im Wasser leben. Ihr Oberkörper gleicht dem einer menschlichen Frau. Ihr Unterkörper ist allerdings eher der einer Schlange. Und diese Wesen verfügen über gewaltige Schwingen, mit denen sie sich aus dem Wasser in die Lüfte erheben können. Ihr hauptsächlicher Lebensraum sind allerdings die Meere, wo sie sich sowohl an der Oberfläche als auch in den tiefsten Tiefen bewegen können. Diese Kreaturen haben magische Eigenschaften. Einige Küstenbewohner behaupten sogar, sie könnten mächtige Kraken ihrem Willen unterwerfen. Sirenen haben sich darauf spezialisiert, mit ihren menschlich erscheinenden Körpern andere Menschen anzulocken, um diese dann zu verschlingen. Der Legende nach sollen Sirenen den Menschen gegenüber einst friedlich gewogen gewesen sein. Ob dies stimmt, ist fraglich. Sicher ist allerdings, dass sie heute zu einer großen Gefahr für Seefahrer gehören. Ein nah mit den Sirenen verwandtes Geschöpf ist das Echidna. Echidnas leben sehr ähnlich wie Sirenen unter Wasser, können sich mit ihren Schwingen allerdings auch in die Lüfte erheben. Sie sind allerdings sehr viel größer als gewöhnliche Sirenen. Sie halten sich sehr oft an Küstengebieten im Meer auf und lauern dort unvorsichtigen Abenteurern und Seefahrern auf. Auch wenn sie hauptsächlich im Wasser leben, scheinen sie vor allem in der Luft zu jagen und so attackieren sie Beute sogar an Land. Ein weiteres sehr bekanntes Hybridwesen ist der Greif. Greifen haben einen Kopf und einen Körper, der einem Löwen gleicht, doch den Schnabel und die Flügel eines Adlers. In den meisten Ökosystemen stellen sie so ziemlich die Spitze der Nahrungskette dar. Sie bauen ihre Nester auf den höchsten und unerreichbarsten Berggipfeln und jagen große Säugetiere. Das beinhaltet sowohl Menschen und andere intelligente Spezies als auch Pferde oder Rind. Greifen sind außerdem überaus territorial. Sie verteidigen ihre Jagdgründe heftig, wenn sie sich bedroht fühlen. In der Regel meiden sie Zivilisation.
werden sie allerdings aus welchen Gründen auch immer dazu gezwungen, in menschliche Siedlungen einzudringen, stellen sie eine massive Gefahr für diese dar. Greifen sind weit verbreitet und es gibt sie in vielen verschiedenen Variationen wie Königsgreifen oder Erzgreifen. Ähnlich wie viele Vogelarten suchen sich die Greifen schon in sehr jungen Jahren einen Partner und bleiben dann ihr ganzes Leben lang zusammen. In der Regel werden Greifen um die 10 Jahre alt. Und zu guter Letzt hätten wir dann noch die Succubus. Diese Wesen verfügen über eine weitgehend menschliche Erscheinung und menschliche Intelligenz. Sie haben allerdings die Hinterbeine und die Hörner einer Ziege. Succubus sind in der Regel harmlose Kreaturen, die Menschen und anderen intelligenten Spezies selten etwas Böses wollen. Succubusse werden dagegen in der Regel hauptsächlich von sexueller Lust angetrieben und so verkehren sie häufig mit anderen humanoiden Völkern. Sie sind in der Regel nachtaktive Wesen und sind deswegen auch hauptsächlich nur nach Sonnenuntergang in den Straßen von Städten, manchmal aber auch kleinen Dörfern anzutreffen. Die Succubus betrachten das sexuelle Verführen von anderen Völkern als eine Art Spiel. Sie zeigen dabei keine eindeutigen Präferenzen für ein Geschlecht, eine humanoide Art, das Alter oder das Aussehen eines Partners. Einige machen sich dagegen scheinbar gerne einen Spaß daraus, im Zölibat lebende Pastoren und Priester zu verführen. Doch auch wenn ihre Natur überaus friedfertig ist, sollte man diese Wesen nicht unterschätzen, denn ist es notwendig, können sie sich durchaus effizient und vehement verteidigen. Auch wenn sie sehr zierlich wirken, ist ihre Muskelstruktur wesentlich dichter als die der meisten anderen humanoiden Völker. Und so verfügen sie über überaus große körperliche Stärke. Und mit Tritten ihrer ziegenartigen Hinterbeine können sie ohne Probleme die Knochen der meisten anderen humanoiden Spezies brechen. Viele Menschen, die sich auf eine Beziehung mit einer Succubus einlassen, müssen schnell feststellen, dass sie der sexuellen Gier dieser Wesen nicht gewachsen sind. Einige Menschen werden durch Succubus sogar an ihre körperlichen Leistungsgrenzen getrieben. Und man sagt sich, dass sich so mancher Mann aufgrund einer solchen Succubus schon selbst in den Wahnsinn oder gar in den Tod getrieben hat. Die Hexer katalogisieren im Grunde alle Wesen, die übergroßen Insekten oder Gliederfüßern ähneln, unter diese Kategorie. Ein Beispiel für Insektoiden sind beispielsweise die Kikimora. Kikimora leben in ähnlichen Kolonien wie viele kleine Insektenarten, wie beispielsweise Bienen oder Ameisen. Und genauso wie bei den kleineren Vertretern haben auch die Kikimora-Kolonien eine Königin, die das Oberhaupt der Sozialhierarchie darstellt, Arbeiter, die für die Nahrungsversorgung des Nests zuständig sind und Krieger, die das Nest gegen Gefahren verteidigen. Ein einzelner Arbeiter stellt in der Regel für die intelligenten Spezies der Welt von The Witcher keine große Gefahr dar. Selbst Kinder können diese Wesen ohne größere Probleme meiden oder sogar abwehren, wenn nötig. Das Gefährliche an diesen Wesen ist allerdings, dass man sie in der Regel in Gruppen antrifft. Selbst erfahrene Hexer nehmen es nur sehr ungern mit einer ganzen Gruppe dieser Insekten auf. Und in der Regel ist die Flucht die beste Strategie in einer direkten Konfrontation. Besonders gefährlich sind die Kikimora allerdings dadurch, dass sie über eine Art relativ hohe Schwarmintelligenz verfügen. Oft unterstehen mehrere Arbeiter einem Krieger und dieser Krieger befehligt die Arbeiter, ähnlich wie in einem Militärbataillon. Oft graben die Arbeiter so zum Beispiel Tunnel unter die potenzielle Beute, damit diese dann durch einen überraschenden Massenangriff attackiert werden kann. Tötet man allerdings so einen Krieger, dann stellen die Arbeiter in der Regel ihre Arbeiten sofort ein und zerstreuen sich orientierungslos. Wie diese Kommunikation genau vonstatten geht, ist nicht bekannt. Was auch daran liegt, dass niemand wagt, Autopsien an getöteten Kikimora durchzuführen, da schon der alleine Kontakt zu diesem Wesen tödliche allergische Reaktionen auf ihre Gifte auslösen kann. Kikimora scheinen allerdings taub zu sein. Wahrscheinlich kommunizieren sie über ein hochentwickeltes Geruchssystem. Die Eingänge zu Kikimora-Nestern sind trotz der Größe der Insekten oft gut versteckt,
Man kann nur erahnen, wenn man sich in der Nähe eines solchen Nestes befindet, da die Umgebungen dieser Nester meistens Wüsten gleichen, die scheinbar wie aus dem Nichts, teilweise mitten in Wäldern auftauchen und von den Überresten der unglücklichen Geschöpfe übersät sind, die sich unvorsichtigerweise in dieses Gebiet gewagt haben. Ein weiterer Insektoid aus der Welt von The Witcher ist der Furchtbringer. Dieses Wesen gleicht einer Gottesanbeterin und trägt seinen Namen nicht umsonst. Furchtbringer gelten im Krieg als so gut wie unbesiegbar. Selbst Hexer vermeiden einen Kampf gegen diese Bestien, wenn möglich. Furchtbringer werden oft von mächtigen Magiern kontrolliert und als Kriegswerkzeuge eingesetzt. Diese Rieseninsekten sind allerdings glücklicherweise anfällig gegenüber Schallwellen. Laute Töne können diese Kreaturen bewegungsunfähig machen und sogar betäuben. Diese Kreaturen sollen ursprünglich durch Magie in die Existenz gerufen worden sein und haben keinen natürlichen Ursprung wie andere Insektoiden. Ebenso durch Magie entstanden ist allerdings auch der Koschai. Dieses Wesen kann allerdings wirklich nur von überaus mächtigen Magiern ins Leben gerufen werden. Koschai sind überaus mächtige Kriegswerkzeuge, die selbst für die erfahrensten Krieger eigentlich nicht zu bezwingen sind. Zumindest, wenn diese nicht selbst über ausgezeichnete Magiekenntnisse verfügen. Eine meiner Meinung nach zumindest überaus ekelhafte Insektoiden-Variation sind die Arachnomorph. Arachnomorphe sind Spinnen sehr ähnliche Kreaturen. Bei den Arachnomorph handelt es sich um überaus aggressive Jäger, die im Grunde auf alles Jagd machen, was sich ihrem Bau nähert. Glücklicherweise leben diese Kreaturen meistens in sehr tiefen und finsteren Höhlen sowie abgelegenen Mooren, weshalb sich die meisten Menschen keine Sorgen um diese Geschöpfe machen müssen. Ein normaler Mensch hat allerdings, so sagt man zumindest, beim Treffen mit einem Arachnomorph keinerlei Überlebenschancen. Man kann einen Kampf gegen sie nicht gewinnen und man kann nicht vor ihnen fliehen. Nur wenige Hexer wissen, wie man diese Geschöpfe töten. Und auch diese vermeiden eine Konfrontation mit diesen Wesen, wenn möglich. Noch schlimmer als die normalen Arachnomorph sind allerdings die Arachnomorph Kolossi. Sie sind aggressiver und gefährlicher und imstande, binnen Sekunden einen ganzen Ochsen zu verschlingen. Eine weitere in kolonieartigen Strukturen lebende Insektoide-Gattung, die wir in der Welt von The Witcher treffen können, sind die Endriaga. Auch bei den Endriaga findet man vor allem Arbeiterinnen, die vor allem die Aufgabe haben, Nester und Kokons zu bauen, Nahrung zu beschaffen und sich um die Brut zu kümmern. Wenn sie bedroht werden, rufen sie Krieger herbei. Allerdings sind auch die Arbeiter durchaus in der Lage, sich selbst zu verteidigen, wenn nötig. Und das überraschend effektiv. Sie sind zwar langsam, verfügen aber über eine sehr hohe Angriffskraft und sind zu allem Übel auch noch meistens in Gruppen unterwegs. Außerdem sind diese Geschöpfe hochgiftig und sowohl mit ihren Bissen als auch mit ihrem stachligen Knochenfortsatz am Schwanz können sie ihr Gift sehr genau auch über größere Reichweiten verspritzen. Noch schlimmer sind allerdings die Endriaga-Krieger. Sie sind größer, robuster und verfügen durch ihren längeren Schwanz über mehr Reichweite als die Arbeiter. Die männlichen Endriagen werden dagegen Drohnen genannt. Ihre gesamte Lebensgrundlage besteht im Grunde nur aus der Aufnahme von Nahrung, dem Kampf und der Fortpflanzung. Die Endriager-Arbeiterinnen versorgen offensichtlich tatsächlich nur den Nachwuchs, da die Drohnen selbst auf die Jagd gehen müssen. Dabei greifen sie verstärkt aus der Distanz an. Dazu verschießen sie giftige Stacheln. Und dann gibt es da natürlich noch die Krabbenspinnen. Auch Krabbenspinnen sind äußerst giftige Ungeheuer. Sie bevorzugen feuchte Waldregionen und Sümpfe, in denen sie Schlamm und Moos finden, um sich beim Winterschlaf gegen die Kälte zu schützen. Sie nutzen meistens hohle Baumstämme als Rüstung, um ihr ungeschütztes, sackartiges Abdomen zu schützen. Diese Baumstämme dienen den Krabbenspinnen nicht nur als Schutz, sondern auch als Tarnung. Im Unterholz sind sie teilweise kaum zu erkennen. Und das machen sie sich natürlich auch bei der Jagd zunutze.
In der Regel versuchen sie, ihre ahnungslose Beute erst mit ihrem Gift zu bespritzen und sie dann mit ihren Greifwerkzeugen zu packen. Die gepanzerte Krabbenspinne verzichtet auf diese Schutzmaßnahme, denn ihr Abdomen wird von einer harten Schale bedeckt. Das macht die gepanzerten Krabbenspinnen zu furchterregenden Ungeheuern, da ihre Körper keine Schwachstelle mehr aufweisen. Mit ihrer schieren Masse werfen sie ihre Gegner nieder, um sie zu zertrampeln und schließlich ihre Überreste aufzufressen. Und dann gibt es da als weitere Variation noch die giftigen Krabbenspinnen. Obwohl alle Krabbenspinnen giftig sind, haben nur diese den Beinamen giftig erhalten, was schon erahnen lässt, dass ihr Gift extrem potent ist. Einige Tropfen reichen bereits, um einen ausgewachsenen Mann zu töten. Selbst Hexer können nur geringe Mengen dieses Gifts wegstecken. Außerdem nutzen Krabbenspinnen dieses Gift auf sehr verschiedene Art und Weise. Ihre Greif- und Beißwerkzeuge werden beispielsweise regelmäßig mit diesem Gift benetzt. Sie können ihr Gift, ähnlich wie ihre Artgenossen, allerdings auch über große Reichweiten verspritzen. Und im Nahkampf sondern sie eine Art Giftnebel um sich herum ab, sodass jeder Atemzug des Gegners ihm den Tode näher bringt. Haben sie ihren Gegner mit ihrem Gift wehrlos gemacht oder fühlen sie sich in die Ecke gedrängt, benutzen sie genauso wie andere Krabbenspinnen auch ihre Greifwerkzeuge, um sich ihrer Beute zu bemächtigen. Und zu guter Letzt finden wir in der Kategorie der Insektoiden noch die Riesentausendfüßler. Unter den Bewohnern der Welt von The Witcher erzählt man sich viele Geschichten über diese Wesen. Sie seien von rachsüchtigen Dryaden erschaffen worden. Und man sagt, diese Kreaturen seien unbesiegbar, denn würde man sie zerteilen, würden einfach zwei neue Wesen aus den beiden getrennten Körperteilen wachsen. Alle diese Legenden sind allerdings Unfug. Allerdings sind Riesentausendfüßler dennoch überaus gefährlich für die humanoiden Völker der Welt von The Witcher. Sie sind gigantische insektoide Monster, die man an vielen Orten in der Welt finden kann. Sie graben sich durch die Erde und zeigen ihre Körper erst, wenn es für ihre Beute in den meisten Fällen schon zu spät ist. Sie verfügen über einen überaus starken Chitinpanzer, der sie fast vollständig einhüllt. Dennoch können sie sich mit verblüffender Geschwindigkeit durch die Erde graben. Sie greifen hauptsächlich mit ihren mächtigen Kauwerkzeugen an, besitzen allerdings auch Drüsen, aus denen sie Säure verspritzen können. Zwerge gehören zu den ältesten Rassen, die man in der Welt von The Witcher treffen kann. Sie waren schon lange vor den meisten anderen intelligenten Völkern auf dem sogenannten Kontinent, wie die Welt von The Witcher oft einfach genannt wurde. Vielleicht lebten sie auf diesem schon von jeher. Möglicherweise waren sie aber auch nur die ersten, die durch eine Sphärenkonjunktion auf dem mysteriösen Kontinent gelandet sind. Die Zwerge sind in der Regel etwas kleiner als die meisten anderen Humanoiden auf dem Kontinent. Sie gehen Menschen im Durchschnitt ungefähr bis zur Brust, sind allerdings wesentlich breiter gebaut, robuster und körperlich stärker. Zu Zeiten von The Witcher 3 dürften die Zwerge schon gut mindestens 5000 Jahre, wenn nicht sogar schon länger, den Kontinent besiedeln. Zwerge werden in der Regel etwas grob und schroff wahrgenommen. Schon alleine aufgrund ihrer körperlichen Überlegenheit gegenüber den meisten anderen intelligenten humanoiden Völkern sind Zwerge sehr oft Krieger. Dennoch war ihre erste Begegnung vor vielen tausend Jahren mit den Gnomen überaus friedlich. Auch die Gnome bewohnten den Kontinent schon lange vor den anderen humanoiden Spezies. Die Zwerge und die Gnome sind sich nicht unähnlich. Auch die Gnome sind im Vergleich zu den anderen humanoiden Völkern verhältnismäßig klein. Sie sind sogar noch kleiner als die Zwerge und diesen auch körperlich bei weitem unterlegen. Dafür sind sie wesentlich agiler. Sowohl die Zwerge als auch die Gnome leben in clanartigen Strukturen, die wiederum in größere Kommunen strukturiert sind und dort von den am meisten respektierten und angesehenen Personen angeführt werden. Während die Zwerge eher als kriegerisch gelten, gelten Gnome als außergewöhnlich intelligent und clever. In ihrem Schmiedehandwerk benutzen sie uralte geheime Techniken, weshalb sie ganz hervorragende Waffen herstellen können. Auf die anderen Völker wirken Gnome meistens sehr mysteriös.
da sie oft unter sich bleiben und nur selten mit den anderen humanoiden Spezies interagieren. Auch wenn man sich nicht ganz sicher ist, gelten die Gnome als die älteste intelligente Spezies auf dem Kontinent, vielleicht sogar noch etwas älter als die Zwerge. Nach den Gnomen und den Zwergen dürften die Elfen auf dem Kontinent eingetroffen sein. Die Elfen sollen damals, vor tausenden von Jahren, mit weißen Schiffen auf dem Kontinent eingetroffen sein. Elfen sind Menschen optisch sehr ähnlich. Für menschliche Maßstäbe wirken sie im Durchschnitt in der Regel attraktiver. Und sie haben eine deutlich längere Lebenszeit als die Menschen. Sie brauchen allerdings auch deutlich länger, um ein zeugungsfähiges Alter zu erreichen und sind bei weitem nicht so fruchtbar wie Menschen. Menschen und Elfen scheinen außerdem auch tatsächlich nah verwandt zu sein. Denn aus sexuellen Beziehungen dieser beiden können Kinder entstehen, sogenannte Halbelfen. Die Kultur der Elfen ist tief im Naturalismus verankert. Sie leben in Harmonie mit dem Land. Elfen, die in Städten wohnen, eher einen Pfad eines Gelehrten oder aber auch der Künste einzuschlagen. Als die Elfen auf dem Kontinent eintrafen, erbauten sie mächtige und eindrucksvolle Türme, die über das ganze Land verteilt waren und den Höhepunkt der Elfenkultur darstellen. Doch dann, ca. 1500 Jahre vor Witcher 3, trafen die Menschen ein. Auch wenn die Menschen den Elfen optisch durchaus ähnlich waren, zeichneten sich die Menschen durch eine viel größere Aggressivität und einen viel stärkeren Expansionsdrang aus. Innerhalb von wenigen hundert Jahren eroberten sie beinahe den kompletten Kontinent, sowohl kulturell als auch militärisch. Die meisten älteren Völker, die von den Menschen abwertend als Anderlinge bezeichnet werden, wurden entweder vertrieben oder in die menschlichen Städte assimiliert. Zu Zeiten von The Witcher 3 haben sich Menschen bereits als die dominante Spezies durchgesetzt. Sehr zum Leidwesen vieler nichtmenschlicher Völker. Die Dryaden sind ein weiteres humanoides, intelligentes Volk, das vor allem die Wälder und die Natur bewohnt. Dryaden werden je nach dem Element, das sie vorzugsweise bewohnen, in verschiedene Kategorien aufgeteilt. Sie erscheinen stets in weiblicher Gestalt und pflanzen sich oft mit Individuen der anderen Völker fort. Sie wählen ihre Partner allerdings, anders als die Succubus, mit Bedacht. Aus einer Vereinigung mit einer anderen Spezies geht immer eine Dryade hervor. Dryaden waren, so scheint es, einst Menschen, die durch das Wasser des Waldes Brokilon verwandelt wurden. Die Bobberlachs sind eine Menschen sehr ähnliche Rasse, die allerdings von den Menschen verdrängt wurden. Sie sind körperlich etwas kleiner als Menschen und am ganzen Körper behaart. Bobberlachs sind überaus selten und man weiß nicht sehr viel über diese Wesen. Ähnlich ist es mit den Vrans. Diese echsenartigen Humanoiden wurden von den Menschen tief in die Gebirge verdrängt und man sieht sie nur selten in der Nähe menschlicher Siedlungen. Eine weitere vernunftbegabte Spezies, die wir bisher noch nicht genannt haben, sind die Halblinge. Halblinge werden etwa 60 bis 120 cm groß und haben relativ große und behaarte Füße. Sie lehnen es in der Regel ab, Schuhwerk zu tragen. Sie sind gewöhnlich agil und sehr geschickt mit Wurfgeschossen. Und dann gibt es da natürlich noch die Doppler, die auch Wandler oder Doppelgänger genannt werden. In ihrer natürlichen Form sehen Doppler überaus merkwürdig aus. Sie erinnern an eine aus Mehl und Schlamm geformte Puppe. Sie haben lange Hände, hervorstehende Wangen und lange Zungen, die ihnen oft aus dem Mund hängen, und herabhängende Ohren. Doppler haben allerdings die Fähigkeit, sich in andere Gestalten zu verwandeln. Sowohl der von intelligenten, vernunftbegabten Spezies als auch in andere Tiere oder sonstige Monster. Die Menschen begannen die Doppler daher zu fürchten und sie begannen Jagd auf sie zu machen und haben sie beinahe ausgerottet. Die Fähigkeit der Verwandlung dient den Dopplern jedoch zur Verteidigung. Sie sind keine offensiven, aber durchaus geschickte Wesen, die es trotz der Verbreitung der überaus aggressiven Menschen geschafft haben, sich in ihren Reihen zu verstecken und dort teilweise unbemerkt mächtige Positionen einnehmen.
Unter diese Kategorie fallen in der Regel Kreaturen, die über ein eigenes Bewusstsein und eigene Intelligenz in verschiedenem Maße verfügen, die allerdings eigentlich aus unbelebtem Material bestehen, welches durch Magie zum Leben erweckt wurde. Eine der wahrscheinlich häufigsten Varianten dieser Konstrukte sind die Golems im weiteren Sinne. Golems bestehen in der Regel aus Stein oder Holz und sie werden von mächtigen Hexenmagiern zum Leben erweckt, um in der Regel ihre geheimen Labore oder versteckte Schätze über Jahrhunderte hinweg zu bewachen, wenn nötig. In der Regel formt so ein Magier erst den Körper des Golems und setzt ihm dann ein magisches Herz aus Obsidian ein, das diesen leblosen Körper mit Leben befüllt. Da es diesen Magiern in der Regel mehr um die Funktionalität dieser Konstrukte geht und weniger um ihr ästhetisches Aussehen, sind diese Golems meistens sehr krude, nur leicht an humanoide Wesen erinnernde Figuren, die meistens sehr uneben und unästhetisch aussehen. Wenn solche magischen Wesen, solche Golems, ihre Aufgaben erfüllt haben, verfallen sie in der Regel in eine Art andauernden Winterschlaf. Auch wenn im Kern ihre Lebensenergie immer noch vorhanden ist und sie jederzeit wiedererweckt werden können, wirken sie in diesem Zustand wie tote Steinstatuen. Diese Golems werden in der Regel auf Basis des Materials, aus dem sie geschaffen werden, in verschiedene Gruppen geteilt. So werden Wesen, die in der Regel aus Schlamm, Ton, Sand und Gestein bestehen, die im Grunde einfach nur durch Wasser zusammengeklatscht und dann mit Magie zum Leben erweckt wurden, als Erdgenius bezeichnet. Wird so ein Golem aus gefrorenem Wasser geformt, nennt man ihn Eisgenius. Ganz ähnliche Wesen sind übrigens die Hunde der wilden Jagd. Bei diesen handelt es sich höchstwahrscheinlich um zum Leben erweckte Eiskristalle, die von der wilden Jagd als Kampfgefährten benutzt werden. Ein klein bisschen anders ist es mit dem Feuergenius, dessen Körper von den Magiern nicht selbst geformt, sondern beschworen wird. Mächtige Magier können solche Wesen aus anderen Dimensionen herbeirufen. Das Innenleben dieses unfreiwillig beschworenen Wesens ist ein Rätsel. Man geht allerdings davon aus, dass diese Feuerelementare ähnlich wie ihre anderen Golembrüder nicht über einen eigenen Willen und im Grunde nicht mal über ein eigenes Bewusstsein in dem Sinne verfügen. Sie sind vielmehr allesamt Werkzeuge, die von der Magie, die sie belebt, benutzt werden. Ein weiteres Konstrukt, das man vielleicht als eine Art Unterart eines Golems bezeichnen könnte, ist der sogenannte Gargoyle. Laut alter Legenden waren Gargoyles früher mal ein Anblick, den man durchaus häufig bewundern konnte. Mächtige Magier schufen ganze Heerscharen dieser Wesen als ihre Diener. Gargoyles wurden offensichtlich mit sehr viel mehr Bedacht auf Ästhetik erschaffen, als es die moderneren beispielsweise Erdelementare sind. Sie verfügen über eine eindeutige menschliche Form, sind in der Regel symmetrisch und verfügen über so etwas wie menschenähnliche Gesichter und haben sogar einige für Steinmetze wohl schwer herzustellende Details wie Hörner und filigrane Flügel auf ihren Rücken. Heute, zu Zeiten von The Witcher 3, kann man diese Gargoyles allerdings nur noch in sehr verfallenem und teilweise zerbrochenem Zustand sehen. Das magische Leben der meisten dieser Konstrukte ist schon lange erloschen und sie wurden zu steinernen Statuen, die die alten Ruinen der Witcher-Welt zieren. Nur einige wenige, tief in alten, vergessenen Katakomben sind noch am Leben und so warten sie dort auf Eindringlinge, um ihre ewige Aufgabe eines Wächters zu erfüllen. Grundsätzlich, vom Prinzip her, unterscheiden sich diese Gargoyles allerdings, soweit wir wissen, nicht wirklich von Erdelementaren. Es gibt allerdings auch Konstrukte, elementare Wesen, die, soweit wir wissen, nicht von Magiern erschaffen oder beschworen wurden. So werden den vier Elementen vier magische Wesen zugeschrieben, die aus diesen Elementen bestehen und teilweise über große Macht verfügen. Diese Wesen werden als Genien bezeichnet.
Der Genius des Erdelements wird Dao genannt. Laut alten Legenden soll ein Magier namens Herbert Stammelfort einmal einen ganzen Berg mit Hilfe eines solchen Dao bewegt haben. Der Genius des Wassers wird Marit genannt. Mächtige Geisterwesen, die aus reinem Wasser bestehen. Einen Genius des Feuers bezeichnet man in der Regel als Ifrit. Diese kann man in Witcher 1 sogar wirklich als Gegner antreffen. Überaus gefährliche, aus reinem Feuer bestehende Wesen, die keinerlei Schmerzen empfinden, allerdings in großem Maße verursachen können. Diese Wesen können offensichtlich ganz ähnlich wie Feuerelementare beschworen und durch Magie kontrolliert werden. Und dann haben wir da zu guter Letzt noch den Genius der Luft, den Djinn. Wurden diese Djinns einmal gefangen, müssen sie ihrem Wärter 3 Wünsche erfüllen, bevor sie ihre Freiheit zurückerlangen. Der Magier Geoffrey Monk soll einst unzählige Djinns in magischen Flaschen gefangen gehalten haben. Djinns verfügen über unglaubliche Kräfte. Und man sagt sich, dass kein Wunsch zu groß und zu unerfüllbar für einen Djinn ist. Man sollte allerdings sehr vorsichtig im Umgang mit diesem Wesen sein. Denn so mächtig wie sie sind, so gehässig sind sie auch. Und wenn es dem Djinn irgendwie möglich ist, verpasst er den erfüllten Wünschen eine möglichst negative Note. Und vor freien Djinns, die sich meistens zum Glück nicht um die Belange der Lebenden kümmern, sollte man sich ohnehin in Acht nehmen. Der Ghoul ist der am häufigsten auftretende Leichenfresser in der Welt von The Witcher. Diese Wesen ziehen meistens in Rudeln umher und werden stets vom Geruch des Todes angelockt. Friedhöfe und Schlachtfelder mit vielen Toten sind Orte, an denen man diese Wesen häufig antreffen kann. Ghule verfügen über eine verhältnismäßig niedrige Intelligenz. Man schreibt ihnen zu, rein triebgesteuerte Wesen zu sein, die dem Duft des Todes folgen und lediglich fürs Fressen existieren. Optisch ähneln diese Wesen interessanterweise selbst verstorbenen Menschen, weshalb sie von manchen oftmals fälschlicherweise mit Untoten verwechselt werden. Ghule sind allerdings sehr lebendige Wesen. Die Gravier sind den Ghulen sehr ähnlich. Sie ähneln den Ghulen nicht nur optisch, sondern auch in ihrer Verhalten und Lebensweise sehr. Lange Zeit waren die Gravier deswegen nur Experten wie Hexern überhaupt bekannt. Ghule und Gravier wurden lange für ein und dieselbe Spezies gehalten. Mittlerweile erkennen allerdings auch Laien den Unterschied zwischen diesen beiden Wesen. Ghule werden außerdem sehr oft mit Al-Ghulen verwechselt und das ist eine Verwechslung, die schnell einmal tödlich enden kann. Denn während Ghule und Graviere sehr primitive Kreaturen sind, verfügen Al-Ghule über eine hohe Intelligenz. So können sie zum Beispiel ihre Angriffe planen und ihre Opfer in Fallen locken. Darüber hinaus sind sie auch noch wesentlich stärker und robuster als Ghule. Die Zemetauren sind den Al-Ghulen nicht unähnlich. So wie sich die Al-Ghule zu Ghule verhalten, verhalten sich die Zemetauren zu den Gravieren. Ein Zemetau ist sehr viel intelligenter und gefährlicher als ein gewöhnlicher Gravier. Noch gefährlicher sind allerdings die glücklicherweise überaus seltenen Grallen. Krallen bestehen im Endeffekt nur aus einem Haufen Muskeln in einem Sack aus zäher, elastischer Haut. Der Kopf so eines Kralle ist büffelartig. Das Maul ist jedoch mit scharfen Zähnen gespickt. Im Gegensatz zu vielen anderen Leichenfressern sind Krallen Einzelgänger. Wobei das so nicht ganz stimmt. Sie meiden in der Regel ihre eigenen Artgenossen. Mit kleineren Monstern wie Neckern oder Moderhäutern teilen sie allerdings durchaus gerne den Lebensraum. Diese kleineren Monster dienen den Krallen schon mal als Nahrungsmittel. Dennoch scheinen diese die Anwesenheit eines Krallen nicht unbedingt zu scheuen. Auch wenn Kralle überaus groß und stark sind, sind sie zum Glück auch verhältnismäßig langsam. Sollte man so ein Wesen treffen, bleibt einem zum Glück immer noch die Möglichkeit der Flucht.
Und da wir sie schon gerade genannt haben, machen wir weiter mit den Moderhäutern. Auch Moderhäuter sind im Hexer-Universum weit verbreitet. Sie ähneln verwesenden Leichen ohne Haut. Möglicherweise ein natürlicher Schutzmechanismus, dass sie sich so leichter zwischen ihren Nahrungsquellen, also echten menschlichen Leichen, verbergen können. Ähnlich wie echte Leichen verströmen auch sie einen durchdringenden Verwesungsgestank. Früher waren diese Nekrophagen überaus selten. Erst seit die Menschen das gesamte Land mit Kriegen überziehen, hat sich diese Spezies der Nekrophagen explosionsartig über die ganze Welt verbreitet. Auch wenn diese Wesen sich hauptsächlich von Leichen ernähren, greifen sie bisweilen auch Lebende an. Da auch diese Wesen meistens in großen Gruppen unterwegs sind, stellen sie selbst für erfahrene Krieger eine durchaus beträchtliche Bedrohung dar. Vor allem, da sich diese Wesen extrem schnell bewegen können und sogar oft Pferde im Galopp einholen. Eine leichte Abwandlung dieser Moderhäuter sind die Leichenfresser. Ob es sich hierbei wirklich um eine eigene Spezies handelt oder ob Leichenfresser nur große Moderhäuter sind, wird selbst in Hexerkreisen diskutiert. Die Platzer sind Leichenfresser, die man wohl am ehesten den Moderhäutern zurechnen würde. Es handelt sich um große, humanoide Gestalten, die mit Stacheln übersät sind. Platzer leben in der Regel unterirdisch und ernähren sich dort von Leichen oder anderen unterirdisch lebenden Wesen. Wenn sie allerdings über sich Menschen riechen, können sie innerhalb von Sekunden aus dem Boden platzen und attackieren diese. Ein Wesen, das den Moderhäutern nicht unähnlich, allerdings noch um einiges gefährlicher ist, ist der Verschlinger. Verschlinger werden oft auch als Jaga oder Nachthexen bezeichnet, da sie einer monströsen Version einer alten Frau ähneln. Diese Kreaturen ernähren sich hauptsächlich von Menschenfleisch und obwohl sie bereitwillig auch Leichen verzehren, gelüstet sie vor allem nach frischem Fleisch. Im Gegensatz zu vielen anderen Nekrophagen, die man eher als Aasfresser einordnen würde, wenn sie auch für Lebende gefährlich werden können, handelt es sich bei diesen Nekrophagen tatsächlich um Jäger. Sie gehen nach Einbruch der Dunkelheit in kleinen Gruppen auf die Jagd und entführen oft Bauern oder einsame Wanderer. Man sagt, dass sie mit ihrer Beute gerne spielen und diese quälen, bevor sie sie verzehren. Über die Ertrunkenen weiß man nur relativ wenig. Gerüchte halber soll es sich tatsächlich um in Flüssen entsorgte Leichen von Übeltätern handeln, die zurückkommen, um Rache an den Menschen zu nehmen. Es ist allerdings auch durchaus denkbar, dass es sich bei den Ertrunkenen tatsächlich um natürlich vorkommende Wesen handeln, die die Flüsse und Seen der Welt von The Witcher bewohnen. Und die sich viel mehr von den in Flüssen entsorgten Leichen ernähren und vielleicht sogar erst dadurch auf den Geschmack von Menschenfleisch kommen und sich so auf Nahrungssuche auch an Land begeben. Doch die wahre Geschichte hinter diesen Kreaturen kennen nicht mal die erfahrenen Hexer. Sicher ist nur, dass es sich um humanoide, menschenähnliche Wesen handelt, die stets nahe von Gewässern anzutreffen sind und oft vom Geruch von menschlichen Leichen an Land gelockt werden. Allerdings durchaus auch für Lebende eine große Bedrohung darstellen können. Ähnlich mysteriös ist der Ursprung der Wasserweiber. Alte Legenden erzählen sich, dass Wasserweiber mit Ertrunkenen verheiratet sind. Diese Legenden sprechen auch davon, dass Wasserweiber vorgeben, verwirrte alte Frauen zu sein, um Reisende in ihre verfallenen Sumpfhütten zu locken. Diese Geschichten kann man allerdings ziemlich sicher ins Reich des Aberglaubens verbannen. Denn diese Wesen würden sich schwer tun, eine hilflose alte Frau darzustellen. Erinnert ihr Körper auch tatsächlich an diese, sind diese Wesen in der Regel über 2 Meter groß, haben monströse Zähne und leere tote Augen, eine grünlich bis rosa verfärbte Haut und sie stinken nach Moder und Fisch. Auf ihren Rücken wachsen zudem flossenartige Fortsätze und ihr Haar gleicht Seetang. Und da, wo Menschen Hände haben, haben sie grässliche und riesige Klauen. Zudem scheint auch ihre Intelligenz viel niedriger zu sein als die von Menschen.
Außerdem würde es für ein Wasserweib keinen Sinn machen, Menschen derart in die Irre zu führen. Denn wenn sie einem Reisenden wirklich nahe genug kommen, um ihn eine alte, hilflose Frau vorzuspielen, sind sie auch nahe genug, um diesen einfach zu töten. Eine weitere leichenfressende Kreatur, die den Wasserweibern sehr ähnlich ist, sind die Gruftweiber. Gruftweiber leben allerdings nicht wie die Wasserweiber in Sümpfen und feuchten Gebieten, sondern ähnlich wie viele andere Leichenfresser in der Nähe von alten Friedhöfen oder Schlachtfeldern. Sie fressen besonders gerne verwesendes Knochenmark, das sie mit ihrer fühlerartigen Zunge aus den Knochen lutschen können. Während die meisten anderen Leichenfresser für Menschen zwar gefährlich sein können, in der Regel allerdings tatsächlich an Leichen interessiert sind und wenn diese gefressen sind, einfach weiterziehen, sind Gruftweiber wesentlich gefährlicher. Denn haben sie die Knochen von Leichen geleert, fangen sie an, Jagd auf die Lebenden in der Umgebung zu machen. Begraben Menschen, vor allem auf dem Land, ihre Verstorbenen manchmal ungenügend, haben sie Glück, wenn es nur Moderhäuter oder Gule anlockt. Denn so ein Gruftweib kann schon mal zu einer Gefahr für ein gesamtes Dorf werden. Denn sie zeigen im Vergleich zu vielen anderen wandernden Leichenfressern starkes Territorialverhalten. Haben sie sich erst einmal in beispielsweise einer Begräbnisstätte eingenistet, breiten sie ihr Gebiet auf Nahrungssuche immer mehr um ihre Heimatstätte herum aus. Und kein Mensch, ob nun tot oder lebend, ist vor diesen Wesen sicher. Ein Leichenfresser, der sehr oft mit Vampiren verwechselt wird, ist der Nebling. Neblinge sind in der Tat einigen Vampirwesen nicht unähnlich. Und auch die Fähigkeit, sich in Nebel zu verwandeln oder in diesem zu verschwinden, ist etwas, das man der Magie der Vampire zuschreibt. Tatsächlich sind diese Wesen allerdings Leichenfresser, die nicht explizit das Blut ihrer Opfer suchen. Neblinge geben ein mysteriöses Leuchten ab, das nachts schon vielen verlorenen Wanderern und Abenteurern zum Verhängnis wurde. Auf der Suche nach Zivilisation geraten diese oft in die Fänge der Neblinge. Neblinge verstecken sich gerne in Nebelbänken, um dort Wanderern, die vom Weg abgekommen sind, oder Schiffsbrüchigen aufzulauern. Diese Kreaturen besitzen überaus kräftige Arme und scharfe Klauen. Doch ihre Fähigkeit zur Täuschung und Verwirrung ist das Gefährlichste an diesen Wesen. Oftmals müssen sie nicht mal angreifen, sondern treiben ihre Opfer einfach in den Wahnsinn oder tief in die Sümpfe und warten geduldig, bis dieser ertrinkt. Und zu guter Letzt haben wir als Nekrophagen noch den Fleckenwicht. Der Fleckenwicht gilt in der Welt von The Witcher eigentlich bereits als ausgestorben. Fleckenwichte sind größer als die in den Wüsten wohnenden Wichte und am ganzen Körper mit ihren namensgebenden Flecken übersät. Sie leben oft auf alten Friedhöfen. Es kommt jedoch auch oft vor, dass sie verlassene menschliche Behausungen bewohnen. Ihre größte Leidenschaft besteht darin, sich aus ihrem eigenen abgesonderten Schleim eine Suppe zu kochen. Wenn man sie nicht stört, sind sie in der Regel nicht aggressiv. Fühlen sie sich allerdings bedroht, können sie sehr gefährlich werden. Bei tiefen Temperaturen fallen diese Wesen in eine Art Winterstarre. Ein Fakt, den sich Hexer bei der Jagd nach diesen Wesen zum Vorteil gemacht haben. In der Kategorie der Ogroiden werden im Grunde alle Kreaturen zusammengefasst, die im entferntesten an so etwas wie einen Oger erinnern. In der Regel meistens sehr große, humanoide Kreaturen, die durch besonders ledrige oder sogar steinerne Haut auffallen. Eine Art dieser Ogroiden, die man in der Welt von The Witcher häufig antreffen kann und die sogar teilweise in menschlichen Gemeinden leben, sind Trolle. Bei den Trollen unterscheidet man zwischen Felstrollen und Eistrollen. Felstrolle sind in der Regel freundliche Kreaturen, mit denen man vernünftig reden und verhandeln kann. Ausgewachsene Trolle verfügen ungefähr über die Intelligenz eines menschlichen Kindes, allerdings über eine körperliche Kraft und eine Resistenz, die die von Menschen bei weitem übersteigt.
Auch wenn Trolle in der Regel keine aggressiven oder gefährlichen Kreaturen sind, kann es allerdings doch schon mal vorkommen, dass ein einsamer Wanderer im Kochtopf eines Trolls landet. Man sollte also als Mensch oder andere intelligenzbegabte Spezies der Witcher-Welt auf der Hut sein, wenn man bei seinen Expeditionen durch die Natur auf einem wandelnden Felsen trifft. Etwas gefährlicher sind da schon die Eistrolle. Diese leben in der Regel in sehr viel höheren Regionen als die Felstrolle und sind Menschen vielleicht einfach nicht gewohnt. Und man sollte gar nicht erst versuchen, mit diesen Wesen zu verhandeln. Glücklicherweise leben Eistrolle aber auch auf sehr hohen und meistens unzugänglichen Gebirgskämmen. Manche glauben, dass Eistrolle nicht über die Intelligenz von Felstrollen verfügen und einfach nur wilde Bestien sind. Es ist allerdings viel wahrscheinlicher, dass Eistrolle aufgrund ihrer isolierten Lebensart einfach nie Kontakt zur Gemeinsprache hatten und diese so nie erlernt haben. Dennoch gelten Eistrolle als grausamer als ihre Felsbrüder. Auch wenn sie im Kampf zu ähnlichen Techniken zurückgreifen, so werfen sie auch mit Felsen oder attackieren direkt mit ihren mächtigen Fäusten. Eistrolle scheinen allerdings tatsächlich Kraft aus der Kälte zu ziehen. Laut Berichten werden sie stärker, je niedriger die Temperaturen sind. Man sollte sich so einem Ungetüm also am besten nie während eines Schneesturms stellen. Zu den Ogruiden zählen außerdem die Neckar. In ihrer Körpergröße weichen die Neckar von den meisten anderen Ogruiden gehörig ab, denn Neckar sind sehr viel kleiner als durchschnittliche Menschen. In der Regel leben diese Neckar in Gruppen, die oft gemeinsam in der Nähe ihres Nestes auf Nahrungssuche gehen. Die Nester der Neckar sind wahrscheinlich sehr tief und können von Hexern in der Regel nicht betreten werden. Sie müssen mit speziell dafür vorgesehenen Bomben zerstört und ausgeräuchert werden, denn sonst kommen immer wieder neue Generationen von Neckern aus diesen Nestern hervor. Ein einzelner Necker ist in der Regel harmlos. Eine Gruppe von um die 10 dieser Necker, was keine Seltenheit ist, kann allerdings selbst für den erfahrensten Monsterschlechter gefährlich werden. Etwas gefährlicher sind allerdings die Neckerkrieger oder auch Pukka genannt. Neckar-Unterarten, die oft gemeinsam mit Neckern in Nestern leben. Diese sind etwas größer und im Kampf wesentlich gefährlicher, gleichen ihren kleineren Artgenossen allerdings ansonsten sehr. In der Welt von The Witcher 3 leben außerdem Riesen. Einen davon mit dem Namen Goliath kann Geralt auf seinen Reisen in Toussaint begegnen. Riesen sind große humanoide Wesen, die über eine relativ hohe, wenn auch nicht menschengleiche Intelligenz verfügen. Riesen leben in der Regel sehr isoliert, weit außerhalb von menschlichen Siedlungen. Der Hunger zwingt sie allerdings mehrmals im Jahr aus ihren Höhlen und so begeben sie sich auf die Jagd nach allem, was sie erwischen können. Ob der Eisriese wirklich mit Goliath, dem Riesen aus Toussaint, verwandt ist, wie es der Name nahelegt, ist unklar. Allerdings handelt es sich auch bei diesem Wesen um einen Ogruiden, eine sehr große, in dem Fall blau gefärbte, menschliche Gestalt, deren rudimentäre Kleidung und Rüstungsteile auf eine höhere Intelligenz hindeuten. Dieser Eisriese ist ein überaus gefährlicher Gegner, der irgendwo auf einer geheimnisvollen Insel von Skellige lebt. Wahrscheinlich ist der Eisriese, den Geralt auf seinen Reisen trifft, der letzte seiner Art. Und zu guter Letzt hätten wir da noch die Zyklopen. Zyklopen sind riesenhafte, humanoide Geschöpfe mit enormer körperlicher Kraft und nur einem Auge in der Mitte auf ihrer Stirn. Zyklopen wird ein brennender Hass auf Menschen zugeschrieben. Ob dies wirklich stimmt, weiß man nicht. Menschen passen allerdings durchaus ins Beuteschema eines solchen Ogruiden. Und so sollte man sich gerade als Mensch, aber mit Sicherheit auch als Angehöriger jeder anderen vernunftbegabten Spezies vor diesen wilden, in den Wäldern und Gebirgen der Witcherwelt lebenden humanoiden Ogruiden in Acht nehmen. Zu den Relikten gehört unter anderem das Bies oder auch Unhold genannt. Hierbei handelt es sich um
vierbeinige Monster mit einem hirschähnlichen Geweih und drei Augen. Bei den Bier soll es sich angeblich um durch Magie entstandene Kreuzungen zwischen einem Bär und einem Wildschwein handeln. In selbigen Quellen kann man auch lesen, dass diese Kreaturen von Hexen großgezogen werden. Und tatsächlich scheinen die Mumen aus dem Buckelsumpf die Kontrolle über einen solchen Biers zu haben. Biers sind extrem starke und mächtige Muskelberge mit gewaltigen Hörnern und großen Zähnen. Sie gehören wohl so ziemlich zu den gefährlichsten wild lebenden Bestien, die man in den Wäldern von The Witcher antreffen kann. Mit einem Biers ist nicht zu spaßen. Und wirklich nur Experten sollten sich auf die Jagd nach so einem Wesen machen. Die meisten vernunftbegabten Völker sollten diese Unholde, wenn möglich, meiden. Eine ebenso gefährliche Abart des Biers ist der Chord. Das Geweih dieses Wesen gleicht eher dem einer Ziege. Und sie sind körperlich etwas kleiner als die Biers. Dennoch sollten sie bei weitem nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Denn wie viele uralte Bewohner dunkler und alter Wälder gehören auch die Chord zu den gefährlichsten Monstern, die den Menschen bekannt sind. Ein besonders mysteriöses Relikt ist der Pedell. Ein Wesen, das als Diener auf dem Anwesen der von Everex lebte. Es sorgte dafür, dass niemand unbefugt das Grundstück dieser betreten sollte. Die Herkunft dieser menschenähnlichen, jedoch gesichtslosen Gestalt ist unbekannt. Olgierd von Everex hat dieses Wesen vermutlich mit dämonischer Hilfe in den Dienst seiner Frau gestellt, auf das es sich um Haus und Hof kümmern sollte. Der Pedell ist in vielerlei Hinsicht ein überaus einzigartiges Wesen. Er dient seinen Meistern mit der Gleichgültigkeit eines Golems, verfügt über keinerlei Schmerzempfinden und scheint sogar die Fähigkeit zu haben, Tote aus ihrem Grab zu erwecken. Ein weiteres uraltes und gefährliches Relikt ist der Waldschrat. Gelehrte aus Ochsenfurt nennen dieses Wesen auch Sylvanus Agilis. Diese kleinen, affenartigen Wesen sind überaus aggressiv. Wenn sie in den Wäldern ihre Beute reißen, und dazu gehören auch Menschen und andere intelligente Spezies, bleibt von den Getöteten nichts für Aasfresser übrig. Ein weiteres Wesen, das ebenfalls den Namen Waldschrat trägt, allerdings überaus anders dargestellt wird, können wir dagegen in The Witcher 3 Wild Hunt bewundern. Bei diesem Waldschrat handelt es sich um eine humanoide Gestalt, die aus Holz zu bestehen scheint und den Schädel und das Geweih eines Hirsches auf seinem Kopf trägt. Waldschraten leben in dichten und urwüchsigen Wäldern. Sie sind sehr auf ihr Revier fixiert und sie sind geschickte und heimliche Jäger. Diese Wesen verfügen über angeborene Magie und können damit Pflanzen und Tiere in ihrem Revier beeinflussen. Diese Waldschraten sind uralte Wesen. Ihr Alter lässt sich schwer einschätzen. So sind diese Wesen in der Regel extrem erfahren. Und sie sind hochintelligent und sie verfügen über verschiedene Jagdstrategien und Taktiken, was sie hochgefährlich macht. Zu den Relikten gehören außerdem die Mumen, die auch als die Herrinnen des Waldes bekannt sind. Bei den Mumen handelt es sich um drei mächtige Hexen, die in den Sümpfen von Velen leben. Angeblich sollen sie schon vor Ankunft der Elfen dort gelebt haben. Uralten Legenden nach sollen die Mumen die Töchter einer mächtigen Herrin des Waldes gewesen sein, die wohl auch sie, die da weiß, genannt wurde. Sie erschuf ihre Kinder, weil sie sich einsam fühlte. Und eine Zeit lang regierten die vier Frauen über das gesamte Land. Und die Mutter erhielt den Spitznamen die vierte Schwester. Doch die drei Töchter verbündeten sich gegen ihre Schöpferin und verbannten diese, damit nun die drei allein regieren konnten. Die älteste der drei Mumen ist die Flüsterin. Die mittlere heißt die Brauerin und die jüngste ist die sogenannte Weberin. Sie verfügen unter anderem über die Gabe der Polymorphie, wodurch sie ihre eigene Erscheinung beliebig verändern können. Zusätzlich verfügt jede Mume allerdings noch über eine eigene, ganz besondere Fähigkeit.
Die Flüsterin kann beispielsweise durch mächtige Artefakte, oft abgeschnittene Ohren, große Gebiete überwachen und alles hören, was in diesen vor sich geht. Die Brauerin hat außergewöhnliche Kenntnisse in der Herstellung von magischen Mixturen. Und die Weberin kann magische Teppiche weben. Ein weiteres Relikt in der Welt von The Witcher ist der Glumar. Glumare verbringen den Großteil ihres Lebens tief unter der Erde und pflegen zu der Oberwelt in der Regel keinen Kontakt. Manchmal allerdings brechen sie durch den Erdboden und verschlingen sämtliche Menschen in ihrer Reichweite, bevor sie sich wieder zurückziehen. Einige Glumare graben ihre Tunnel auch sehr dicht an der Oberfläche, was zu Erdbeben und einstürzenden Gebäuden führen kann. Glumare sind von Natur aus blind, sie orientieren sich an Vibrationen und Geräuschen. Wer weiß, wie genau ihr Leben in den mysteriösen Untiefen funktioniert. Aber man kann sie sich wahrscheinlich so ein bisschen wie uralte, teilweise aus Stein bestehende und gigantische Maulwürfe vorstellen. Die Waldteufel oder auch Waldhauser genannt, sind menschenähnliche Kreaturen, die die Wälder bewohnen. Sie sind eine Unterart der Waldschraten. Man findet sie vor allem in schwer zugänglichen Waldbezirken mit wenig menschlichem Betrieb. Normalerweise greifen sie nicht unprovoziert an. Doch wenn sie sich bedroht fühlen, sind sie eine ernstzunehmende Gefahr. Denn ihre körperlichen Kräfte sind ebenso groß wie ihr Appetit auf lebendiges Fleisch. Ein weiteres Relikt ist der sogenannte Göttling. Göttlinge sind kleine Kreaturen, die von ihrer Statur her an ein Menschenkind erinnern. Man erkennt sie allerdings daran, dass ihre Haut meistens sehr blass ist und ihre Augen sehr groß und gelb leuchtend sind. Göttlinge sind in der Welt von The Witcher selten geworden. Sie leben in waldigen Gebieten. Im Gegensatz zu vielen anderen Relikten sind diese Wesen allerdings weitgehend harmlos. Sie leben gerne in Höhlen oder moosbewachsenen hohlen Baumstümpfen am Rande menschlicher Siedlungen und erinnern dort nicht nur von ihrem Aussehen, sondern auch von ihrem Verhalten her an Kinder. So spielen sie Unschuldigen gerne Streiche. Sie sind allerdings von Natur aus sehr scheue Kreaturen und bleiben daher lieber unbemerkt. Sie fühlen sich sehr zu Freude und Unschuld hingezogen und genießen die Gesellschaft von Kindern. Göttlinge sind in gewisser Weise territorial und sie überwachen die vernunftbegabten Wesen und Tiere eines gewissen Gebiets, das sie bewohnen. Sie sind sehr fleißige und schlaue Wesen und verrichten gerne kleine Dienste für diejenigen, die unter ihrem Schutz stehen. Und als Gegenleistung erwarten sie in der Regel nur ein paar Lebensmittel oder ausrangierte Werkzeuge. Göttlinge sind Wesen, die Frieden und Ruhe sehr wertschätzen. Wenn allerdings in einem Gebiet, das von einem Göttling betreut wird, irgendwann zu viele Menschen leben oder die Bevölkerung die alten Bräuche im Umgang mit Göttlingen vergisst, verlassen sie ihren Bau und ziehen an einen anderen Ort. Auch die Salvan, die man auch als Boxbein-Deibel oder Teufel bezeichnet, zählen zu den intelligenten humanoiden Wesen. Es handelt sich hierbei um in der Regel überaus harmlose, vegetarisch lebende Waldkreaturen. Die Silvane und ihre etwas stärkeren Vettern, die Yaksha, sind besonders seltene Waldwesen. Sie wirken fast wie eine Kombination aus Mensch und Ziege, könnten also auch den Hybriden zugeordnet werden. Tatsächlich fallen sie allerdings unter die Kategorie der Relikte. Gleichzeitig sind sie, wie gesagt, allerdings eben auch eine intelligente Spezies. Hier sind, wie oft in der Welt von The Witcher, die Übergänge fließend. Und zu guter Letzt möchte ich in diesem Video noch die Kobolde ansprechen. Kobolde sind mysteriöse und seltene Wesen, die gerne Streiche spielen. Bisher hat allerdings noch niemand einen Kobold gefangen. Möglicherweise handelt es sich bei diesen Kreaturen nur um Fabelwesen. Die Taten von Göttlingen oder auch Dopplern werden beispielsweise sehr oft Kobolden angerechnet. Die Vampire im Universum von The Witcher sind ein bisschen anders wie die aus unserem Volksglauben.
Die Vampire der Hexerwelt sind beispielsweise in Wirklichkeit nicht anfällig gegenüber geweihtem Wasser. Auch Knoblauch oder ein Kruzifix schreckt sie nicht ab. Viele Vampire müssen außerdem kein Sonnenlicht meiden, auch wenn viele dies tatsächlich tun. Wasser stellt für Vampire in der Hexerwelt kein Hindernis dar. Auch der Holzpflock ins Herz ist keine effektive Methode, um einen Vampir zu bekämpfen. Unter dem Sammelbegriff der Vampire fassen die Hexer alle Wesen zusammen, die sich mehr oder weniger von Blut ernähren, wobei man dazu sagen muss, dass die höheren Vampire in der Regel nicht auf Blut angewiesen sind. Für sie ist es eher eine Art Droge, die sie zum Spaß konsumieren. Unter den höheren Vampiren gibt es so auch einige Abstinenzler, die meist aus moralischen Gründen darauf verzichten, das Blut von anderen vernunftbegabten Wesen zu trinken, auch wenn dies einem Vampir schwerfällt, da sie unter Umständen einen starken, fast nicht kontrollierbaren Drang entwickeln können, Blut zu trinken. Viele höhere Vampire leben in menschlicher Gestalt unter den Menschen und haben dort meist, aber nicht immer, schon alleine aufgrund ihrer hohen Lebensdauer sehr mächtige Positionen. Im Gegensatz zu ihrem schlechten Ruf sind viele Vampire überaus friedfertig und einige sind sogar regelrechte Philanthropen, wie Regis. Ein guter Freund vom Hexer Geralt einmal erklärt, gibt es allerdings für jeden abstinenten Vampir auch mindestens einen Vampir, der übermäßig viel trinkt. Im statistischen Mittel, so erklärt er, trinkt ein Vampir bei jedem Vollmond, denn der Vollmond ist für uns, also die Vampire, ein Feiertag, den wir üblicherweise begießen. Höhere Vampire sind außerdem so gut wie unsterblich. Nur ein anderer höherer Vampir kann einen höheren Vampir wirklich endgültig töten. Menschen können höhere Vampire, sollte es ihnen gelingen, wohl durchaus schwer verletzen, zerstückeln, verbrennen oder sonst irgendwie ihre Körper vernichten. Für höhere Vampire ist dies allerdings nur eine Unannehmlichkeit. Egal, wie sehr ihre körperliche Existenz auch zerstört wird, ihren Geist kann man nicht auslöschen. Und so regenerieren sie sich immer wieder. Für menschliche Verhältnisse über extrem lange Zeiten zwar teilweise, doch für einen unsterblichen Vampir sind diese Phasen der Regeneration kaum nennenswert. Zu den höheren Vampiren gehört unter anderem der Alb, der Nachtseher, der Katakan, der Mola, die Bruxa und der Nosferatu. Diese Vampire verfügen alle über eine hohe menschenähnliche Intelligenz. Und während sich, wie schon gesagt, viele für ein friedliches Leben entscheiden, sind manche allerdings durchaus extrem aggressiv und machen gezielt Jagd auf Menschen. Ein Alb wird dabei oft mit einer Sukubi verwechselt. Manche erzählen sich, dass diese Vampire sich sogar in schwarze Hunde oder giftige Kröte verwandeln könnten. Einige Volkslegenden berichten von ihrem unvergleichlichen Charme und ihrer verführerischen Stimme. Wie viel von diesen Legenden wahr ist, weiß man nicht. Höhere Vampire verfügen tatsächlich über extrem mächtige und oft einzigartige Fähigkeiten. Es ist gut vorstellbar, dass manch ein Alb mit seiner Beute spielt. Sicher ist aber, dass Alps lautlose und tödliche Jäger sind, die überraschend angreifen und ihren Opfern gar nicht erst die Chance geben, sich zu verteidigen. Ganz ähnlich den Alps sind die Bruxa. Auch diese Wesen sind sehr agile und beinahe unsterbliche Kreaturen. Sie sind allerdings auch geborene Manipulatoren, die den Willen der vernunftbegabten Völker ohne Probleme in eine gewünschte Richtung lenken kann. Die Katakan sind Menschen in ihrem Denkvermögen und in ihrem Verhalten nicht unähnlich. Katakane sind mit den Nosferatu verwandt und stellen, man könnte fast sagen, die Verkörperung von menschlicher Angst dar. Sie verstecken sich in Schatten und ernähren sich von Blut. Sie gleichen riesigen Fledermäusen, aber sie haben längere Reißzähne
und noch längere Krallen. Und als ob das nicht schon für genug Angst sorgen würde, könnte sie sich obendrein unsichtbar machen und ungesehen abwarten, wie ihre Opfer von der Angst vor dem bevorstehenden Angriff überwältigt werden. Neben den höheren Vampiren gibt es allerdings auch noch niedere Vampire. Diese haben mit ihren höheren Vampirverwandten eigentlich nur wenig gemein, da niedere Vampire eher tierischen Instinkten folgen. Nur ihr Durst nach Blut verbindet diese Wesen. Und vom gemeinen Volk, das keinerlei Kenntnisse über die Kreaturen der Hexerwelt hat, können diese durchaus öfter verwechselt werden. Zu den niederen Vampiren gehören unter anderem die Flatterer, die Ikima und die Garkin. Garkin sind besonders gefährliche Vampire, deren Stärke sogar die von Biers übertrifft. Begegnungen mit ihnen verlaufen praktisch immer tödlich, weswegen es nur wenige Augenzeugenberichte über diese Kreaturen gibt. Ganz ähnlich ist es mit den Ikima. Diese werden oft mit höheren Vampiren verwechselt und Legenden berichten darüber, dass die Ikima wie blasse Aristokraten mit bezaubernden Gesichtszügen aussehen. In Wirklichkeit sind diese Wesen allerdings eher riesige Fledermäuse. Auch saugen sie nicht mit der kussähnlichen Zartheit, die diesen Wesen oft zugeschrieben wird, sondern sie reißen ihre Beute mit ihren langen, scharfen Krallen in Stücke und schlürfen anschließend das Blut vom Boden auf. Auch Flatterer sind höchst gefährlich. Diese Vampire kämpfen überwiegend mit Klauen und Zähnen, die sie wie im Rausch einsetzen, um ihre Beute zu zerfetzen, und sie hören auch dann nicht auf, wenn das Gegenüber schon längst tot ist. Ein einziger Flatterer ist stark genug, um einen ausgebildeten Soldaten mit Leichtigkeit den Garaus zu machen. Die Flatterer stammen von einer längst vergessenen Spezies der Vampire, den sogenannten Protoflatterern, ab. Die Protoflatterer sind noch etwas stärker und gefährlicher als die Flatterer. Im Grunde ist der Begriff Geist ein Überbegriff für alle geisterhaften Kreaturen und gespenstischen Erscheinungen, die man in der Regel vor allem auf Friedhöfen, in Krypten oder in alten, verlassenen Dörfern vorfinden kann. Meistens sind solche Wesen auf irgendeine Art an einen gewissen Ort gebunden und spuken dort. Oft sind es unerledigte Aufgaben, die intelligente Spezies zu Lebzeiten nicht abschließen konnten, die sie im Tod nun ruhelos umherwandeln lassen. Geister sind oft unproblematisch und verkörpern einfach nur ihre menschliche Gestalt. In dieser Form ersuchen sie die Lebenden oft um Hilfe, um ihren Zustand aufzulösen, um endlich Frieden zu finden. Und sie sind meistens eher harmloser Natur. Wenn der Tod eines intelligenten Wesens wie eines Menschen allerdings auf eine Tat von großer Grausamkeit oder Ungerechtigkeit fußt, dann kann es sehr oft vorkommen, dass diese Geister bizarre, unnatürliche und auch überaus gefährliche Form annehmen. Ist dies der Fall, spricht man in der Regel von Erscheinungen. Erscheinungen können in vielen verschiedenen Gestalten auftreten. Meistens sind es humanoide, schwebende Kreaturen, die ihr Gesicht unter Kapuzen verhüllen und die nachts in verlassenen Katakomben und Ruinen unvorsichtigen Abenteurern nach ihrem Leben trachten. Diese Erscheinungen bleiben in der Regel an den Ort ihres Todes gebunden. Manche verteidigen ihr Haus zur Not mit Gewalt, andere sinnen auf Rache. Hexer haben ihre eigenen Methoden, um diese Kreaturen zu bekämpfen. Will man so ein Geschöpf allerdings sicher loswerden, sollte man, glaubt man den alten Legenden, die Leiche der Erscheinung finden. Ob man die richtige Leiche ausgräbt, erkennt man daran, dass die Körper von Erscheinungen scheinbar nicht verwesen und Blut auf ihren Lippen haben. Diese Leichen sollte man vorsichtshalber köpfen, mit einem Espenstock durchbohren, den Kopf zwischen ihre Beine legen und das Ganze dann verbrennen. Dann kehrt die Erscheinung, so sagt man sicher, niemals zurück. Eine besondere Art oder vielleicht auch eine nahe verwandte Kreatur zu diesen Erscheinungen sind die Banshee, auch Todesfeen genannt. Man erkennt diese geisterhaften Wesen an ihrem einzigartigen Heulen und Kreischen, das den Lebenden das Blut in den Adern gerinnen lässt.
Alten Gerüchten zufolge sind Todesfeen die Geister von Frauen, die durch schreckliche Ereignisse an der Schwelle zum Jenseits festhängen. Auch wenn Todesfeen für die Augen und Ohren der Lebenden kein sehr angenehmer Eindruck sind, sind diese Wesen in der Regel harmlos. Anders als beispielsweise die Mittags- oder auch die Nachterscheinungen. Mittagserscheinungen sind geisterhafte Wesen, die in der Regel im Freien, auf offenen Feldern erscheinen, wenn die Sonne am höchsten steht. Sie beginnen beim Mittagslicht in den Feldern von Bauern zu tanzen und zwingen diese mit ihnen zu tanzen, bis die Sonne untergeht. Zu diesem Zeitpunkt sind ihre Opfer meistens schon an Erschöpfung gestorben. Mittagserscheinungen sind besonders mächtige Erscheinungen. Sie können Abbilder von sich selbst erzeugen und Gegnern die Lebenskraft aussaugen. Selbst erfahrene Hexer müssen sich auf Kämpfe gegen diese Wesen gut vorbereiten. Und bevor man dieses Wesen überhaupt bekämpfen kann, muss man ihre Hintergründe in Erfahrung bringen, ihre Geschichte lernen und ihre unerledigten Aufgaben in Erfahrung bringen, um sie binden zu können. Ganz ähnliche Wesen sind die vorher schon erwähnten Nachterscheinungen. Im Gegensatz zu den Mittagserscheinungen erscheinen diese allerdings, wie der Name schon vermuten lässt, nicht tagsüber, sondern nachts, wo sie ähnlich wie die Mittagserscheinungen im Mondlicht tanzen. Und sollte ein Sterblicher sie erblicken, werden sie gezwungen mitzutanzen, bis sie an Erschöpfung sterben. Doch wenn man den alten Legenden glauben will, schleichen sich Nachterscheinungen manchmal auch in die Hütten von Bauern und ermorden diese im Schlaf. Ein Wesen, das den Tag- und Nachterscheinungen sehr ähnlich ist, dessen Ursprung und genaue Hintergründe allerdings ein Rätsel sind, ist die Pestmaid. Von vielen wird sogar die Existenz einer solchen Pestmaid angezweifelt. Sie soll allerdings in Gebieten erscheinen, in denen gerade die Pest wütet. Und das geisterhafte Wesen selbst soll eine Art körperliche Manifestation der Krankheit sein. Sie tritt laut Beschreibungen immer in der Gestalt einer jungen, jedoch verstorbenen und verfaulten Frau auf. Warum dieses Wesen diese Form wählt und ob sie wirklich Pest und Krankheit verursacht oder nur eine Manifestation dieser ist und wie hier die genaue Kausalität aussieht, ist unklar. Erfahrene Hexer wissen allerdings, dass es sich bei diesem Wesen nicht nur um Aberglauben handelt. Und sie wissen auch, dass man diese Pestmaid am besten mit denselben Hilfsmitteln und Fähigkeiten bekämpft, die Hexer auch zur Bekämpfung anderer Geister und Erscheinungen benutzen. Da Hexer zum Glück eine erhöhte Immunität gegen die meisten Krankheiten haben, überstehen sie Begegnungen mit so einer Pestmaid in der Regel auch weitgehend unbeschadet, im Gegensatz zu den meisten anderen sterblichen Wesen. Ein ähnlich mysteriöses Wesen ist der sogenannte Bargest. Diese Kreaturen ähneln sowohl im Verhalten als auch im Aussehen Hunden. Sie bilden sogar Rudel und scheinen gemeinsam auf die Jagd zu gehen. Sie sind scheinbar absolut furchtlos und überaus aggressiv und attackieren alles Lebende, das ihnen begegnet. Über diese Wesen sind viele Legenden in Umlauf. Manche sagen, es sind Geister, die bewusst in Form von wilden Hunden wiederkommen, um die Lebenden zu hetzen. Manche Legenden behaupten, diese Ungeheuer sind Ableger der wilden Jagd. Wahrscheinlich werden sie in Wirklichkeit allerdings nur mit den Hunden der wilden Jagd verwechselt. In anderen Legenden heißt es, dass diese Gespenster göttliche Vergeltung darstellen. Wie viel Wahrheit an diesen alten Legenden steckt, ist unklar. Hexer wissen allerdings, dass diese Wesen stets an Orten von großer Tragödie auftauchen. Ihre Erscheinung hängt wahrscheinlich mit alten Flüchen oder sonstigen Konzentrationen von bösen Absichten zusammen. Ähnlich ist es auch mit den Draugur. Diese geisterhaften Wesen sind in der Regel das Erzeugnis eines Fluches, der auf Schlachtfeldern mit vielen Toten liegt. Die gefallenen Krieger kehren als rachsüchtige Geister zurück. Besonders mächtige Individuen der Draugur werden Draug genannt. Die Übergänge der einzelnen Kreaturen im Bestiarium der Hexer ist oft fließend und so werden die Draugur zwar als Geister eingestuft, da sie auch mit den Hexermitteln der Geisterbekämpfung effektiv bekämpft werden können,
In ihrer Historie könnte man sie allerdings auch als verfluchte Wesen oder vielleicht sogar so etwas wie Kriegskonstrukte, Knochen- und Metallgolems bezeichnen. Doch wie schon erwähnt, können Geister ähnlich wie Flüche sehr individuelle Gestalten annehmen. So zum Beispiel machte Geralt eines Tages die Bekanntschaft mit einem Nachtmahr, einem geisterhaften Pferd, das sein Unwesen in Toussaint trieb. Manche Philosophen glauben, dass jede Tat eine Spur im zarten Substrat unserer Seele zurücklässt. Übeltaten, vor allem die, die an unschuldigen Kreaturen begangen werden, können die Seele eines Sünders auch nach dem Tod noch peinigen und ihr ewige Rastlosigkeit einbrocken. Und so erging es auch dem Geist eines Ritters, der sein eigenes Pferd zu Tode quälte. Seine Untaten ließen ihn nach seinem Ableben selbst in Gestalt eines Pferdes auf Ewigkeit durch die Nacht reiten. Ein weiteres, wahrscheinlich einzigartiges, geisterhaftes Wesen ist die ätherische Erscheinung. Geralt trifft auf dieses Wesen in der gemalten Welt, die das Bewusstsein von Iris von Everreck beinhaltet. Dieses Bewusstsein wurde von einer Vielzahl von verschiedensten Erscheinungen bevölkert. Eine dieser Erscheinungen war der fast unsterbliche Wächter, die ätherische Erscheinung. Ein weiteres sehr besonderes geisterhaftes Wesen, auf das ich hier noch eingehen will, ist der Him. Während die meisten Erscheinungen Jagd auf Unschuldige machen, auf Reisende, auf Händler, auf leichtsinnige Kinder, müssen eben diese vor einem Him in der Regel keine Angst haben. Denn der Him ist nicht wie andere Erscheinungen der von Hass oder Rachsucht getriebene Rest einer menschlichen Seele, sondern ein Wesen, das gezielt Jagd auf besonders verabscheuenswerte Personen macht, die unfassbare Verbrechen begangen haben. Für alle anderen sind diese Wesen unsichtbar. Zeigen sie sich allerdings jemanden, erscheinen sie meistens in großen, menschlichen, schattenartigen Silhouetten mit langen, scharfen Klauen. Diese benutzen die Hims allerdings in der Regel nicht, um ihre Opfer zu attackieren, sondern stattdessen saugen sie ihnen langsam die Lebenskraft aus, um ihren Opfern Leid zu verursachen. Sie sprechen mit ihren Opfern und überreden diese zu Gewalttaten, Aggressionsausbrüchen und letztendlich zur Selbstzerstörung. Ein Him greift die schlimmsten Ängste einer schuldigen Person auf und webt daraus grässliche Visionen und treibt seine Opfer nach und nach in den Wahnsinn. In der Regel beginnt die Quälerei eines Him mit unglaublich realistischen und brutalen Albträumen. Die Opfer eines Hims werden daraufhin immer nervöser und beginnen scheinbare Selbstgespräche mit unsichtbaren Gestalten zu führen, die sie entweder um Gnade anbetteln oder versuchen, ihnen zu drohen. Doch all dies ist für das Opfer nutzlos. Denn ein Him verlässt sein Opfer erst, wenn dessen Geist völlig verwirrt ist oder sein Opfer in den Selbstmord getrieben wurde. So, und das war es im Grunde auch schon wieder. Alle Kreaturen, alle Geschöpfe, alle Wesen aus The Witcher 3 Wild Hunt und darüber hinaus. Ich denke aktuell darüber nach, ob wir vielleicht nochmal einen Ausflug in Witcher 2, Witcher 1, die Witcher-Spin-Offs und natürlich auch die Witcher-Romane machen, um vielleicht wirklich die Liste der Kreaturen zu vervollständigen. Komplett. Aber das ist ein, gerade was die Romane angeht, ziemlich großes Unterfangen und ich weiß noch nicht, ob ich mich da wirklich rantrauen will. Wenn ihr das gerne sehen wollen würdet, schreibt mir das sehr gerne in die Kommentare. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, vergesst bitte nicht, es zu liken und abonniert den Kanal, wenn ihr es nicht eh schon getan habt. Vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Mögen die Tentakel der Tiefe mit euch sein. Ciao!